So, willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges. Wir werden mal gucken. Wie wir uns bloß revanchieren können. Bruce wird für seinen Verrat zahlen. Und es wird eine Warnung für alle, die es wagen, ihm zu folgen. Waldläufer, du hast Ärger. Bruce hat deine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige, das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt leidest du. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also, ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist dein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, er hat dich aufgespießt und du... Sei still! Das sind drei Gefangene. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Das Spähen beginnt. Soweit, so gut. Noch zwei Geiseln mehr. Ja, du sagtest drei und eine haben wir. Ich kann zählen. Oh, na das wird nützlich sein. Ich wünschte, wir hätten diesen Redback geschnappt. Löst meine Fesseln und ich werde kämpfen. Nein, machen wir das so. Ich stehe in deiner Schuld. Larm. Jetzt hast du ihn blind gemacht. Befrei mich! Danke, mein Herr. Tja, was denn wohl? Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... Oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deiner Festung. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugig war's dort, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaub ich. Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja.
Das wird ein wahres Fest. Ein echtes Haus hier. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! Mein Verbündeter aus dem ersten Teil. Du Malle! Bruce mag dich nicht sonderlich. Und ich? Davon wollen wir gar nicht erst reden. Das ist ein Gefolgsmann. Flag. Aus dem ersten Teil. Orthog der Untötbare. Na los, Jungs! Der Untötbare. Wirklich schade, Einläufer. So sollte es nicht laufen. Du siehst mich wieder sicher wie Schrack im Karagor. Er wird nicht weit kommen. Wir werden ihn finden und ganz Mordor. Typisch. Mal sehen, ob du einen einzigen Treffer landen kannst, bevor ich dich zerschneide. Das macht es immer interessanter. Gar. Schöner Windbefehl. Damit kann ich leben. Furcht vor Karagor, ernsthaft, du warst mal so ein
richtig genialer. Verbindet aus Teil 1 kann. Ruhig. Und jetzt werden wir das hier mal abschließen. Diesen Saug, weil es gibt einen tierischen Zeiger. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Und unterdrückt. Nun gehört ihre Stadt bald. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen.